Eine neue gute Gewohnheit greift um sich. Porterbook, die bequeme Lesestütze. Ein internationales Patent und ein Produkt, das sich in den letzten 3 Jahren bereits über 700.000 Mal verkauft hat. In Tokio, London, Frankfurt und Mailand hat es 5 internationale Preise als bestes und innovativstes Produkt gewonnen. Und worauf fußt dieser große Erfolg? Legicondo ist eine überzeugend einfache Idee. Eine Mappe, die zur Lesestütze wird, sodass man beim Lesen und Lernen eine optimale Sitzhaltung einnehmen kann. Bei Legicondo Porterbook bewahrt man ganz von allein eine aufrechte, gerade Körperhaltung, die viel gesünder ist. Leider krümmen sich Kinder, und nicht nur Kinder, beim Lesen sehr oft, was später zu schwerwiegenden Haltungs- und Wirbelschäden führen kann. Aber auch die Sehschärfe kann durch eine falsche Sitzhaltung beeinträchtigt werden. Bei Porterbook blicken die Augen dagegen genau senkrecht auf das Blatt, wodurch sie weniger ermüden. Deshalb empfehlen Orthopäden und Augenärzte in aller Welt den Gebrauch der Lesestütze, denn sie verringert die Gefahr von Haltungs- und anderen Gesundheitsschäden. Mehr als 100 italienische Städte haben Porterbook bereits für die Kinder in der Schule eingeführt. Und 5000 Schulen in ganz Europa propagieren durch Kampagnen den Gebrauch der Lesestütze. Es gibt also noch viel Raum für eine weitere Verbreitung der gesunden Gewohnheit zum Porterbook. Porterbook ist unglaublich vielseitig. Seine Einsatzmöglichkeiten sind potenziell unendlich. Zu Hause, im Büro, in der Schule und im Geschäft. Überall ist Porterbook eine große Hilfe für Arbeit und Freizeit. Leicht, aber robust ist Porterbook heute in einer großen Palette von Farben erhältlich. Von schlicht und elegant bis heiter und lebhaft. Unter der außerordentlichen Mitwirkung von Winnie-Pooh, der Disney-Figur, die alle Kinder in ihr Herz geschlossen haben. Und jetzt gibt es auch Mini-Porterbook. Porterbook wird dem Publikum im Geschäft mit Displays präsentiert, die ins Auge fallen. Eine Mappe, eine Federmappe und eine Lesestütze. All dies ist Porterbook, die neue gute Gewohnheit.